Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever. Unsere Städte wachsen und wachsen und wachsen. Und wir haben in der letzten Folge hier ja die, Linien ein bisschen getrennt. Jetzt haben wir hier natürlich ordentlich Verkehr. Müssen wir mal abwarten, ob das Zukunft hat, so? Oder eher nicht? Vor allem müssen wir mal schauen, wie sich das finanziell bei uns hier entwickelt. Oh, die bauen aber ein bisschen arg dicht an den Schienen, oder? Naja. Sie müssen wissen, was sie tun. Hoffe ich. So, dabei können wir mal gucken, wie sich das unsere Linie hier eigentlich entwickelt. Gar nicht, würde ich sagen. Linie 12. Das hier ist nicht Linie 12. Das ist wenig, was da passiert. Haben wir eigentlich auf der Bahnlinie einen? Ja, haben wir. Nur hilft das nicht viel, wenn das nicht benutzt wird oder nicht verwendet wird. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Wir brauchen hier einen Bahn... sowas. Logisch. Die brauchen kein Holz hier. Die brauchen nur Öl. Wir haben überhaupt keine Linie, die das verwenden könnte. Ja. Das war nicht ganz durchdacht. Um nicht zu sagen, das war überhaupt nicht durchdacht. So, wir brauchen nur ein bisschen Geld. So, passt. Wer war das, der denn? Die waren das, ne? Genau. Machen wir gerade mal neue Linie. Und zwar geht die dann von hier nach hier. So, das Linie 32. Linie 32. Wir brauchen einen LKW. Und ein bisschen Kleingeld. So, zwei reichen erstmal. 32. Hoppala. So war es nicht gedacht. So, jetzt schauen wir mal, ob es jetzt besser wird. Jetzt haben wir natürlich auch überhaupt erst... ja, die brauchen ja kein Holz. Ich hole das manchmal... Baut man sich dann da irgendwas zusammen und... Jawohl! Jetzt kommt auch Dings hier hin. Transportiert er das? Jawohl. Jetzt kommen wir der Sache näher. Na also. Jetzt geht's vorwärts. So war das eigentlich gedacht. Genau so. Bretterlinie, genau. Wunderbar. Wow.
Das schießt jetzt aber hoch. Ja, da haben wir bei Zeiten das Problem, dass wir irgendwie hier hin müssen, ins Depot. Jetzt muss ich nur gerade mal schauen, kann ich hier abzweigen? So schon mal nicht. Aber so. So. Signale. Passt. Ja, reicht erstmal. So. Das ist der da. Stopp. Jetzt gehe ich mal auf einfache Geschwindigkeit. Kurz wenden. Dann können wir dich nämlich ins Depot schicken. Du brauchst noch mehr Anhänger. So. Sonst hat das Ganze nämlich keine wirkliche Zukunft. So, das hier war Linie 21, genau. So, kaufen. Anhänger. So. Linie 21. Schauen wir mal, in welche Richtung der fährt. Ich hab's ja fast befürchtet. So. Lassen wir hier gleich umdrehen. So, dann kann er nämlich hier Holz transportieren. Wow. So ein kleines Detail von fehlenden LKWs macht so viel aus. Ja, ist natürlich, wenn die Linie nur bis genau da geht, dann hilft das alles nichts. Das war nicht das Intelligenteste, was ich da geleistet habe. Das muss ich schon zugeben. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall werden wir hier mehr LKWs brauchen. Auf der Linie 32. Glaube ich. Wie viel haben wir denn? Zwei haben wir, glaube ich, geholt, ne? Genau. Was ist Linie 31? Ach, das ist die da. Hä? Garden Grove Haltepunkt zu Erie Güterbahnhof. Das ist das gleiche wie die Linie 21, oder? Habe ich die doppelt? Ja, ziemlich. Dann machen wir die 31 direkt mal weg. So. Passt. So. Wieso transportieren die jetzt nichts mehr? Ein
Und das ist hier die Frage, weil hier voll ist. Okay, ja. Das war Linie 32. Ich brauche mehr LKWs erstmal. Da muss ich hin. 1, 2, 3, 4. Linie 32, das brauchen wir auch noch. Fällt mir da gerade so ein. Man könnte natürlich alternativ hingehen und die Bahnlinie hier noch durchziehen, ne? Machen wir vielleicht auch. Wir haben jetzt gerade wieder Geld. Wir müssen jetzt gucken, dass sie hier ihre Busse, ihre Fahrzeuge alle aktualisieren, ne? Fahrzeugersatz. Ja, das passt. Ich glaube, wir haben den einen oder anderen alten Zug. Upsa. So war das nicht gedacht. Details. Es gibt kein Ersatzfahrzeug. Hoppala. Fahrzeugersatz. Die fährt 140. Hinzufügen. So, 16 Millionen kostet so einer. Das ist natürlich viel Geld. Da müssen wir hin. Einen, so. Wie alt ist denn der? 38 Jahre, ja, ja, der wird bald. Ja, dann warten wir noch mit dem Verlegen. Bis hier ein, wie alt ist der? 65 Jahre. Was kostet der? 16 Millionen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall warten. Der ist ja sowas von viel zu alt. Holla. Der muss natürlich bald möglichst ersetzt werden. Sonst hat das Ganze überhaupt keine Zukunft. Aber dazu brauchen wir natürlich halt auch ein bisschen Kleingeld. 11 Millionchen oder so. Um genau zu sein. Was macht unser Flugverkehr? Ja, da läuft. Sieht so aus. 23 von 55. Naja, könnte besser sein, aber. Aber er läuft. Macht er einigermaßen Gewinn? Sieht alles ganz gut aus. Da haben wir einen. Ja, das ist halt die mit den zwei veralteten Zügen. Die Linie 6. Wo ist sie denn? Ach, das ist die da. Die macht Verlust. Okay. Also transportiert aber ja doch. Ja, aber da reicht dann ein LKW, ne?
Linie 6. Wie alt seid ihr denn? 15 Jahre. Schicken wir dich ins Depot und verkaufen dich. Und reduzieren da auf einen LKW. Der sollte erstmal locker reichen. Müssen wir natürlich aber ein bisschen im Auge behalten. So, was macht hier unser Holztransport? Da. Ah, das sieht ganz gut aus. Ja, jetzt kommt wieder Holz an. Das wird transportiert werden, das ist gut. Und die kriegen das hier jetzt auch abtransportiert, das passt. Könnten wir da noch mehr LKWs draufbringen? Oder hiervon welche runter? Linie 7 ist das. Schauen wir gerade mal. Linie 7. Die hat nur 4. 4 ist nicht viel. Was haben wir denn noch? Linie 12. Linie 13. Die ist auch ziemlich verlustbehaftet. Ja, wobei, das kriegen die hier relativ zügig abtransportiert, sehe ich gerade. Das passt eigentlich. Ist halt die Frage, wann kriegen wir hier den Zug ersetzt? Den 65 Jahre alten. Das ist schon heftiges Alter, muss ich schon sagen. Den würde ich also gerne sofort ersetzen. Ja, möchte ich. Macht er? Oh, nein, 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 nein. Der ist doch gerade ersetzt, ich holen muss. Kann ich das irgendwie... Okay, war nicht viel Verlust, weil der ja relativ hohen Wert hatte. Hätte ich mal gucken sollen vorher. Ich war der Meinung, der war noch so alt. Aber den können wir dann so bald möglich ersetzen. Sofort ersetzen. Ja. Der ist 40. Der darf ersetzt werden. Jawohl. Passt. Wie alt ist denn der? 26, okay. Das automatische Fahrzeugersatz ein, das passt. So, da bin ich froh, dass wir die hier jetzt neu haben. Die waren relativ teuer jetzt von der Anschaffung her. Dann sollten die sich auch bald wieder besser rentieren. So, Linie 19. Ja, das ist ein bisschen Verlust, aber nicht viel. Was machen denn unsere Hovercrafts? Da. Die machen Gewinn. Sehr schön. Haben wir eigentlich schon irgendwo die neuen Busse im Einsatz? Da. Linie 11. Da fahren sie schon.
der ist es nicht. Das ist überhaupt kein Bus. Das ist ebenfalls keiner. Da fuhr einer, aber ein alter. Schöne Trucks, die hier, also schöne PKWs, die da laufen. Da kommt der neue. Schade, nicht richtig im Blickfeld gehabt. Warten wir gerade nochmal ab, ob nochmal einer kommt. Und das ist definitiv keiner. Sowas von definitiv. Oh, was bauen sie denn da? Eine rote Kugel. Da kommt einer. Sehr schön. Ja, wie ich sehe, ist die Zeit aber auch schon wieder um. Deswegen sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch übermorgen wieder mit dabei, wenn wir hier versuchen, weiter das Transportwesen zu optimieren. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.